Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich denke, wir können beginnen. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind zu diesem ersten Vortrag einer ganzen adventlichen, weihnachtlichen Reihe unter dem Titel Der Advent, Geschichte, Bedeutung und Feiern. Ich darf mir vielleicht zwei, drei kleine Vorbemerkungen erlauben. Zunächst, wie erwähnt, der Vortrag ist Teil einer Reihe. Ich werde dazu am Ende gleich noch was sagen. Zweitens, wenn Sie irgendwelche Nachfragen haben, also wenn die Technik nicht funktioniert, Sie mich plötzlich vielleicht nicht mehr sehen oder hören, schreiben Sie das gerne in den öffentlichen Chat, den finden Sie auf der linken Seite. Einfach reinschreiben, dann kann ich direkt darauf reagieren. Das Gleiche gilt, wenn Sie eine kurze, spontane Nachfrage zum Verständnis haben, gerne einfach rühren, dann kann ich direkt darauf eingehen. Wir haben dann aber für ausführlichere Fragen oder für Anregungen auch am Ende noch gut Zeit. Und schließlich möchte ich nur darauf hinweisen, dass dieser Vortrag aufgezeichnet wird, einfach damit er im Nachhinein noch online abrufbar ist. Wenn am Ende jemand von Ihnen eine Frage stellen möchte, will ich eben nur jetzt schon darauf hingewiesen haben. Sie können das im Chat machen, dann ist das unsichtbar. Wenn Sie die Frage laut stellen, wäre das eben auch im Video, um dem Datenschutz Genüge zu tun. Ja, der Advent, Geschichte, Bedeutung und Feiern. Man könnte über den Advent stundenlang erzählen und insbesondere über das Brauchtum, das sich im Lauf der Jahrhunderte entwickelt und in sehr vielen Teilen bis heute gehalten hat. Ich begrenze mich hier auf vier Fragenkomplexe, die im Wesentlichen zunächst einmal fragen, warum feiern wir denn Weihnachten überhaupt im Dezember? Ich habe diesen Komplex ein klein wenig ausführlicher gestaltet, weil ich die Fragestellung einfach sehr spannend finde und glaube, dass man ganz viel lernen kann, wie die frühe Kirche in den ersten Jahrhunderten denkt. In dieser ganzen Entwicklung hin zu einem Weihnachtsfest merkt man einfach bestimmte Strukturen in den ersten Christentumsgenerationen. In einem zweiten Schritt will ich dann einigermaßen kurz, ganz kurz einleiten, Advent als Vorbereitungszeit auf Weihnachten, um dann in Kapitel 3 und 4 bestimmte Bräuche vorzustellen. Einmal in Kapitel 3 Bräuche, die im Zusammenhang mit adventlichen Heiligen stehen. Und dann in Kapitel 4 pars pro toto drei Bräuche, drei Traditionen aufgreifen mit Adventskranz, Krippe und Christbaum, die bis heute Weihnachten, wie wir es kennen, prägen. Und das Ganze abschließen dann mit einer kleinen, ja, pastoraltheologischen oder missionstheologischen, wie Sie wollen, Fragestellung. Ja, das ist soweit die Gliederung und ich darf jetzt direkt starten mit der Frage, warum feiern wir eigentlich Weihnachten im Dezember? Ich habe dieses Bild ausgesucht, weil das, glaube ich, ganz gut darstellt, wie wir eigentlich Weihnachten wahrnehmen. Das mag jetzt vielleicht etwas oberflächlich wirken, aber wenn wir an Weihnachten denken, denken wir ja schon auch immer an Schnee, Winter, Lichter, diese Stimmung in der Dunkelheit. Das ist ganz wichtig. Und dabei wissen wir eigentlich über die Geburt Jesu Christi, beziehungsweise über den Geburtstag, über das Datum Jesu Christi, gar nichts. Die Bibel selbst nennt uns kein Datum der Geburt Jesu. Weder ausdrücklich noch so, dass wir es irgendwie erahnen oder berechnen könnten. Dem Evangelisten Lukas ist in seiner Weihnachtserzählung, das ist die, die man in der Heiligen Nacht hört, wo also von der Volkszählung berichtet wird, dem Evangelisten Lukas ist da ganz wichtig, dass er die Geburt Jesu in kurze Zusammenhänge seiner Zeit einordnet. Also er erwähnt, wer Kaiser war, nämlich Augustus. Er erwähnt, dass Quirinius Statthalter von Syrien war. Also grob der Gesamtkontext in der Welt wird schon wiedergegeben, aber irgendein Hinweis auf ein Datum fehlt völlig. Und gleichzeitig stellen wir fest, dass die frühen Generationen der Christen Weihnachten nicht gefeiert haben. Wir können nachweisen, dass auf jeden Fall in Rom 336 Weihnachten gefeiert worden sein muss. Also das ist uns soweit bekannt. Allerdings war da das Fest relativ jung. Die ersten Christen feiern Weihnachten nicht. Und das tun sie nicht, weil Weihnachten ihnen irgendwie unwichtig erschiene,
sondern sie tun es deswegen, weil sie gar kein Fest feiern. Die Christen feiern jeden Sonntag als kleines Osterfest und feiern einmal im Jahr das große Osterfest. Das mag uns heute vielleicht ein klein wenig erstaunen, denn wir sind ja heute im kirchlichen Kontext es letztlich gewohnt, dass wir einen ganz ausdifferenzierten Festkreis haben. Also das betrifft die großen Feste, Weihnachten, Ostern, Pfingsten, aber auch Christi Himmelfahrt oder Weihnachten oder Taufe des Herrn, Herz Jesu, das Fest der Kreuzauffindung. Dazu kommt eine Vielzahl an Marien und noch viel mehr Heiligenfeste. Also es gibt eigentlich im kirchlichen Kalender gar keinen Tag, an dem man nicht irgendein besonderes Fest feiern könnte. Dieser Gedanke ist der frühen Kirche völlig fremd. Die frühe Kirche feiert überhaupt keine, mit Ausnahme von Ostern natürlich, überhaupt keine Feste und fügt sich erst langsam in einen gewissen Festkalender ein. Und dabei stellte man sich jetzt in der Wissenschaft sehr lange die Frage und stellt sie eigentlich bis heute, wie kommen die Christen jetzt plötzlich darauf, Weihnachten am 25. Dezember zu feiern? Ohne jeden biblischen Hintergrund wäre ja genauso gut denkbar der 1. März oder der 20. Juli oder der 3. September. Und im Wesentlichen haben sich dort zwei Theorien herausgebildet, die versuchen, das zu erklären. Das ist einmal die sogenannte religionsgeschichtliche Hypothese, dazu gleich. Und dann, das will ich danach darstellen, die sogenannte Berechnungshypothese. Die religionsgeschichtliche Hypothese hat einen ganz grundlegenden Gedanken. Diese These geht im Wesentlichen davon aus, dass die frühen Christen in Rom Weihnachten am 25. Dezember feiern, weil das in der Stadt Rom ein wichtiger Festtag ist. Dort wird das Fest des Sonnengottes, auf Latein Sol Invictus, also die unbesiegbare Sonne, gefeiert. Und jetzt muss man vielleicht ein klein wenig die Situation der frühen Christen in ihrer Umwelt verstehen, um diese Hypothese verstehen zu können. Die frühen Christen bewegen sich eigentlich ständig zwischen Assimilation und Konfrontation mit der heidnischen Umwelt. Einerseits die Assimilation. Die Christen müssen sich irgendwie zu ihrer heidnischen Umwelt verhalten. Das ist ja die Welt, in der sie leben. Das ist der Welt, in der sie arbeiten. Das ist die Welt, die sie nicht so ganz leugnen können. Und gleichzeitig müssen die Christen sich aber davon auch abgrenzen. Denn der heidnische Glaube ist nicht nur eine Frage der Religion, sondern letztlich auch eine Frage, die alle gesellschaftlichen Bereiche durchdringt. Also die Christen müssen, wenn sie vor Gericht stehen, den Eid bei den Göttern leisten und haben Probleme damit. Die Christen müssen sich, wenn sie irgendwo zum Abendessen eingeladen sind, fragen, woher kommt eigentlich das Fleisch, das ich hier gerade esse? Ist das vielleicht aus dem Tempel, aus dem heidnischen Tempel? Darf ich das als Christ essen? Und diese ständige Konfrontation betrifft auch den Jahreskalender. Die antike Welt kennt, anders als Judentum und Christentum, zunächst keinen wöchentlichen Kalender. Also dieses Nacheinander von 6 Arbeitstagen, einem Ruhetag, das ist der Antike völlig fremd. Dort wird der Kalender das ganze Jahr über geprägt von verschiedenen Festen diverser Götter. Und das ist natürlich für die Christen ein Problem, denn die können kein einziges dieser Feste mitfeiern. Denn die Christen können sich eben nicht in die Schar derer reihen, die jetzt plötzlich Jupiter anbieten oder den Gott des Weines oder die Göttin der Fruchtbarkeit. Das geht nicht. Und das macht Christen immer in einer gewissen Art zu Außenseite. Und plötzlich beginnen jetzt diese Christen eigene Feste zu entwickeln. Möglicherweise eben gerade, um selber etwas zum Feiern zu haben in dieser heidnisch geprägten Welt. Möglicherweise aber auch einfach deswegen, weil immer mehr heidnisch sozialisierte Menschen zu der Kirche gehören. Also sich taufen lassen, Christen werden und denen irgendwo vielleicht auch abgeht, dass ihre Religion, ihre neue Religion, ja, Feste feiert. Wie auch immer das sei, die frühen Christen beginnen Weihnachten zu feiern. Und jetzt suchen sie sich, würde die religiöse Hypothese sagen, jetzt suchen sie sich ein heidnisches Fest, das besonders wichtig ist, also das Fest dieses Sonnengottes, um das ganz bewusst zu konterkarieren. Also wo die Heiden sagen, wir glauben an eine unbesiegbare Sonne, setzen die Christen ganz bewusst dem die wahre Sonne gegenüber. Also sie sagen, was ihr anbetet, das ist letztlich irgendein nichtiges Standbild.
Wir bieten den wahren Gott an. Jesus Christus, die wahre Sonne. Und deswegen nehmen sie den 25. Dezember, einfach weil dort das heidnische Sonnenfest stattfindet. Diese Hypothese war ganz lange eigentlich in der Literatur, in der Forschung vorherrschend, wird aber mittlerweile immer stärker kritisiert. Und zwar, weil man über dieses heidnische Sonnenfest immer mehr weiß. Und man weiß jetzt, dass das für die Römer gar nicht so wichtig war. Es gab viel wichtigere, viel größere, viel ältere Feste. Man stelle sich das jetzt einfach mal in der heutigen Zeit vor. Es gibt plötzlich in Deutschland eine neue Religion und diese Religion entwickelt eigene Feste und will die unseren christlichen Festen ganz bewusst entgegensetzen. Und natürlich kann man jetzt annehmen, dass diese neue Religion Weihnachten nähme als Gegenbild oder Ostern, Pfingsten vielleicht, in manchen Gegenden Fronleichnam oder Maria Himmelfahrt. Aber nicht kleinere Feste wie das Fest Kreuzerhöhung oder das Fest der Schmerzen Mariens. Also Feste, von denen viele Katholiken nicht wissen, dass es sie gibt. Und dieses Sol Invictus-Fest war in der Antike eben nicht so wie unser Weihnachten, unser Ostern, sondern wohl eher eines der kleineren Feste. Und das macht die religionsgeschichtliche Hypothese schlichtweg immer unwahrscheinlicher. Und an ihre Stelle tritt eine andere Theorie. Das ist die Berechnungshypothese. Und die Berechnungshypothese hat einen ganzen Charakter. Die geht davon aus, dass die frühen Christen wirklich die Geburt Jesu auf den 25. Dezember datierten. Also dass sie glaubten, das sei wirklich der Geburtstag Jesu. Sie könnten das wirklich berechnen. Und das ist jetzt zunächst mal etwas erstaunlich, denn ich habe ja gerade erwähnt, aus der Bibel lässt sich das nicht ableiten. Aber im Judentum gibt es eine gewisse Vorstellung. Und diese Vorstellung besagt, ganz besonders ausgezeichnete große Menschen in der Geschichte, die leben immer eine perfekte Anzahl von Jahren. Also ein ganz besonders wichtiger Mann, eine ganz besonders wichtige Frau, die werden nicht 85 Jahre, 6 Monate und 13 Tage alt, sondern exakt 85 Jahre. Das heißt mit anderen Worten, Todestag und Geburtstag dieser wichtigen Menschen fallen auf den gleichen Tag. Und wann Jesus gestorben ist, das können wir zumindest grob berechnen. Wir wissen, wann er dem jüdischen Festkalender nach starb. Und diesen Mondkalender kann man unter Umständen schon auf den von uns benutzten Sonnenkalender umrechnen. Und damit wüsste man, wann Jesus geboren ist. Und jetzt gibt es eine Tradition, die sagt, Jesus starb am 25. März. Und plötzlich ist die Berechnungshypothese in einer gewissen Erklärungsnot, denn dann müssten wir Weihnachten eigentlich am 25. März feiern. Das tun wir aber nicht. Was sagt diese Hypothese jetzt? Die frühen Christen ändern diese vom Judentum übernommene Tradition. Und sie sagen, bei Jesus ist das Entscheidende nicht der Geburtstag, sondern der Tag seiner Empfängnis. Das heißt, an dem Tag, an dem Jesus starb, muss er auch empfangen worden sein. Und tatsächlich feiert die Kirche bis heute am 25. März das Fest Verkündigung des Herrn, also den Tag, an dem Jesus empfangen wurde. 9 Monate später ist dann die Geburt, Weihnachten am 25. Dezember. Diese Theorie hat natürlich eine gewisse Schwäche. Sie kann nicht so ganz erklären, warum die Christen plötzlich diese jüdische Tradition aufgreifen. Sie kann auch nicht erklären, warum die Christen, wenn sie schon die Tradition aufgreifen, sie verändern. Also dann nicht mehr sagen, Geburtstag und Todestag stimmen überein, sondern Empfängnistag und Todestag stimmen überein. Dafür hat diese Theorie einen sehr großen Vorteil. Sie kann erklären, warum die frühe Kirche zweimal Weihnachten feiert. Im Westteil des Reiches feiert man Weihnachten am 25. Dezember. Im Ostteil des Reiches am 6. Januar. Das hat sich bis heute gehalten. Irgendwann schafft es die Kirche einfach, beide Feste miteinander zu kombinieren und unterschiedliche Festinhalte hineinzulegen. Also heute feiern wir am 25. Dezember die Geburt Jesu und am 6. Januar dann Erscheinung des Herrn. Also ein Fest, das nochmal die Geburt feiert, aber unter bestimmten anderen Vorzeichen. Es geht jetzt mehr um den Besuch der Sterndeuter an der Krippe. Und die Berechnungshypothese kann das herrlich erklären, denn sie kann einfach sagen, nun ja, im Westen berechnet man den Tod Jesu auf den 25. März, folglich die Geburt auf den 25. Dezember. Im Osten gibt es eine andere
Berechnungsmethode. Und man kommt auf den 6. April als Tag der Kreuzigung und folglich 9 Monate später auf den 6. Januar dann als Tag der Geburt Jesu. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, welche der beiden Theorien hat recht? Und ich glaube, man muss sich gar nicht entscheiden. Die frühe Kirche denkt vielleicht manchmal nicht so monokausal, wie wir das gerne hätten, sondern viele verschiedene Einflüsse verschmelzen miteinander und führen zu einer Tradition. Es ist gut denkbar, dass es etwa in Rom eine Tradition gibt, die versucht, den Geburtstag Jesu zu berechnen. Und gleichzeitig Einflüsse deutlich werden, die dieses Weihnachtsfest ganz bewusst gegen das Fest des Sonnengottes stellen wollen. Die Zeit Ende des 3., Anfang des 4. Jahrhunderts ist eine religiös sehr aufgeladene Zeit, in der in verschiedenen heidnischen Religionen die Rolle der Sonne immer wichtiger wird. Es ist also gut möglich, dass die Christen hier einfach auch eine Modeerscheinung aufnehmen, rezipieren und irgendwie mit ihrem eigenen Glauben dann beantworten. Und gleichzeitig ist dieses Weihnachtsfest im Dezember eine ganz wichtige Weichenstellung, meiner Meinung nach, für die Mission des Christentums dann in nördlicheren Ländern, also in Deutschland bis hin nach Skandinavien. Denn je nördlicher sie kommen, desto wichtiger wird der Tag, an dem die Nacht am längsten ist. Das ist in Deutschland der 21. Dezember. Dort, wo der Winter als besonders drückend, kalt, unwirtlich, dunkel empfunden wird, ist es für die Menschen immer wieder ein Grund zu feiern, wenn diese längste aller Nächte vorbei ist. Wenn man also jetzt weiß, es geht wieder bergauf. Die Jahreszeiten verändern sich. Es geht wieder dem Frühjahr und dem Sommer entgegen. Und plötzlich kann das Christentum auch dieser Tradition etwas entgegensetzen, nämlich die Botschaft, mitten in der Nacht kommt ein Licht. Und dieses Licht ist nicht der Wechsel der Jahreszeiten, sondern dieses Licht ist Jesus Christus. Also all diese Gedankengänge, warum feiert Kirche Weihnachten, haben immer auch eine theologische Unterfütterung. Gerade in den frühen Jahrhunderten der Kirche, insbesondere im 4. Jahrhundert, streitet die Kirche auch ganz stark über die Frage, wer ist eigentlich dieser Jesus Christus? Das ist dogmatisch eine Frage danach, wie ich zusammendenken kann, dass Jesus Mensch war und Gott. Und es gibt immer verschiedene Ansätze, die einerseits das Menschsein leugnen wollen, die also sagen, Jesus wurde nicht Mensch, sondern das schien nur so. Es hatte nur den Eindruck, als würde Jesus geboren werden, als würde Jesus gekreuzigt werden, als würde Jesus gestorben sein. Die also eigentlich sagen, Jesus ist nur Gott. Und auf der anderen Seite gibt es die Einflüsse, die sagen, Jesus war nur Mensch. Also ein ganz besonderer Prophet vielleicht. Jemand, der im Lauf seines Lebens von Gott berufen wurde. Und das Weihnachtsfest letztlich zementiert den Glauben der Kirche, der beiden Lehren, Irrlehren, eine Absage erteilt. Denn wenn ich Weihnachten feiere, dann feiere ich die Geburt eines Menschen. Das heißt, Jesus muss Mensch sein. Aber wenn ich Weihnachten feiere, dann feiere ich auch, dass Jesus Gott ist. Denn wenn Jesus ein Prophet unter vielen, vielleicht auch ein ganz hervorragender war, dann ist nicht seine Geburt das eigentlich Entscheidende, sondern seine Berufung. Und plötzlich wird dieses Weihnachtsfest letztlich auch ein Motor, den Glauben der Kirche an Jesus als wahren Menschen und wahren Gott mit einer liturgischen Feier, mit einem eigenen Festtag noch zu unterstreichen. Heute jedenfalls ist eines klar, Weihnachten wird am 25. Dezember gefeiert. Und davor kommt der Advent, eine Vorbereitungszeit auf Weihnachten. Ich fasse dieses Kapitel jetzt ein klein wenig kürzer, und zwar ganz einfach deswegen, weil zwei wichtige Aspekte, ich werde es am Ende auch nochmal nennen, in den nächsten beiden Vorträgen wichtig werden. Der Advent, lateinisch einfach für Ankunft, wendet zunächst einmal den Blick in die Vergangenheit, auf die Geburt Jesu in Bethlehem. Also wir warten auf den Advent, auf die Ankunft Jesu in der Krippe in Bethlehem. Aber gleichzeitig geht der Blick des Advents auch in die Zukunft, denn die Kirche bekennt, dass Jesus am Ende der Zeiten wiederkommen wird. Also dass es eine erneute Ankunft, einen erneuten Advent geben wird, wenn er kommt, diese Welt zu richten. Und damit schaut der Advent nach hinten und er schaut nach vorne. Und beides stellt die Frage nach dem eigenen Leben. Also insbesondere der Blick auf den wiederkehrenden Richter muss zwangsläufig die Frage stellen, wie trete ich denn vor diesen Richter? Also wie schaut es eigentlich in meinem Leben aus?
Was ist da gut, was ist da schlecht? Und damit ist der Advent im Wesentlichen eine Besinnungszeit. Das war in früheren Jahrhunderten noch viel stärker spürbar. Dort wurde im Advent wirklich gefastet, also so wie wir das aus der Fastenzeit vor Ostern kennen. Das ist heute eine Tradition, die im Wesentlichen vergessen wird. Also selbst in Familien, in denen in der Fastenzeit intensiv gefastet wird, gemeinschaftlich gefastet wird, an Freitagen auf Fleisch verzichtet wird und Ähnliches, selbst dort, meinem Eindruck nach, wird der Advent weniger als Fastenzeit gesehen. Das ist aber, glaube ich, ganz wichtig, um den Advent zu begreifen. Der Advent hat dieses Ziel, sich selbst vorzubereiten auf die Ankunft Jesu. Es gibt ein sehr berühmtes Zitat von Angelus Silesius, das Sie vielleicht kennen werden, der sinngemäß sagt, wäre Jesus 1000-mal in Bethlehem geboren, aber kein einziges Mal in mir, dann wäre es für mich eigentlich umsonst gewesen. Und genau darum geht es, also den Blick so auf Weihnachten zu richten, dass Jesus in mir Mensch wird, dass Jesus in mir ankommt, in meiner Welt, in meinem Alltag, in meinem Umfeld. Das ist die große Aufgabe des Advents. Und die Kirche versteht es, diese große Aufgabe in ein wahnsinnig reiches Brauchtum einzubetten. Und ich möchte da zunächst mal auf Heiligen Brauchtum eingehen. Und eine kleine Vorbemerkung schon einmal schalten. Meinem Eindruck nach hat sich in der adventlich-weihnachtlich geprägten Zeit sehr viel Brauchtum erhalten, das sich auf Heilige konzentriert. Sehr viel mehr, als wir das eigentlich im übrigen Jahr kennen. Und ich möchte das erläutern eigentlich nur an drei Heiligen, die auch hier stellvertretend für viele mehr stehen. Das ist zunächst mal der heilige Martin am 11. November. Die heilige Barbara am 4. Dezember und dann der heilige Nikolaus, dessen Gedenktag am 6. Dezember begangen wird. Jetzt werden Sie vielleicht fragen, was der heilige Martin mit dem Advent zu tun hat. Der ist ja immerhin mehr als 2 Wochen vor dem frühesten Adventbeginn. Allerdings war die Fastenzeit, die der Advent früher eben war, also diese Fastenzeit auf Weihnachten hin, früher auch länger. Die begann nach dem Martinsfest schon. Und damit war der Martinstag so etwas wie ein kleiner Fasching. Sie kennen das vielleicht heute noch, diese Tradition, vor allen Dingen in Köln, den 11.11. als Tag des Karnevalsbeginns zu feiern. Das ist einerseits richtig, andererseits falsch. Historisch gesehen ist der 11.11. nicht der Beginn einer großen Faschingszeit, die dann bis zum Aschermittwoch geht, sondern der 11.11. war sowas wie ein eigener kleiner Fasching vor dem Advent. Also ein letzter Tag, wo getanzt werden konnte, wo Musik gespielt werden konnte, wo Fleisch gegessen werden konnte, bis dann eine 6-wöchige Fastenzeit vor Weihnachten folgte. Und damit ist dieser Tag natürlich in der Bevölkerung immer wichtig gewesen. Teilweise war das auch der Abschluss des bäuerlichen Jahres, an dem Knechte und Mägde ihren Lohn bekamen, an dem Knechte und Mägde ihre Arbeitsstelle wechseln konnten. Und das führt natürlich noch mehr zu Feiern, Feierlichkeiten und auch dazu, dass sich gewisses Brauchtum entwickelt. Der heilige Martin war im 4. Jahrhundert Soldat in Frankreich, eigentlich aus Ungarn stammend, der eine ganz berühmte Bekehrungsgeschichte hat. Er begegnet eines Nachts in der Kälte einem Bettler, dem er die Hälfte seines Mantels gibt. Und in der Nacht dann träumt er von Jesus Christus, der ihm das sagt, was Jesus Christus selber im Matthäusevangelium in der sogenannten eschatologischen Rede sagt. Das, was du einem meiner geringsten Brüder getan hast, das hast du mir getan. Und Martin begreift sozusagen, ich bin in diesem Bettler nicht bloß irgendeinem armen Menschen begegnet, sondern ich bin Jesus Christus selber begegnet. Martin lässt sich daraufhin taufen, scheidet aus dem Militärdienst natürlich aus, wird Mönch und Einsiedler. Und eines Tages soll er dann Bischof der Stadt Tours werden. Und Martin möchte nicht Bischof werden, versteckt sich in einem Gänsestall. Und als dann die Bevölkerung nach Martin sucht, verraten diese Gänse den Heiligen, weil sie ganz laut losschnattern. Und Sie merken schon, diese beiden Legenden, man könnte noch weitere hinzufügen, diese beiden Legenden haben sich zu einem Brauchtum entwickelt. Also heute gibt es kaum einen Kindergarten, kaum eine Pfarrei, die nicht irgendeine Form von Martinsumzug veranstaltet, bei der es nicht in irgendeiner Form um einen Heiligen ginge, der seinen Mantel für den Bettler teilt. Das ist natürlich gerade für Kinder auch pädagogisch ein schönes Bild, um Teilen
beizubringen. Aber das hat sich gehalten bis heute. Und es ist egal, ob ein Kindergarten in kirchlicher Trägerschaft steht oder nicht, das Martinsfest wird schon noch irgendwie begangen. Und gleichzeitig haben sich diese Gänse gehalten. Also an Martin wird eine sogenannte Martinsgans gegessen. Auch das regional unterschiedlich. Das ist dann manchmal der Gänsebraten, das ist manchmal Schmalzgebäck in Gänseform. Aber irgendwie hat sich auch noch diese Gans durchgehalten. Und das, obwohl in unserer Gesellschaft Heiligentage nicht mehr wichtig sind. Namenstage werden nicht mehr so gefeiert, wie das vor einigen Generationen noch der Fall war. Ja, Heilige sind ja bei vielen schon unbekannt. Aber dieses Brauchtum im Zusammenhang schon mit dem Advent, also kurz vor dem Advent, das hat sich gehalten. Und ganz ähnlich steht es mit der heiligen Barbara. Die heilige Barbara ist eine Märtyrerin der frühen Kirche, die von ihrem Vater in einen Turm gesperrt wurde, weil sie nicht heiraten wollte. Sie wollte jungfräulich bleiben in der Nachfolge Jesu Christi. Und es gibt die Tradition, am Barbaratag einen sogenannten Barbarazweig zu schneiden. Also ich glaube, bevorzugt Zweige von einem Haselnussbaum oder einem Kirschbaum abzuschneiden und in Wasser zu stellen, weil erfahrungsgemäß diese Zweige nach etwa 3 Wochen, also ungefähr am Heiligen Abend oder am Weihnachtstag selber, plötzlich Blüten treiben. Und das ist natürlich theologisch gesehen eigentlich ein sehr schönes Bild für das, was der Advent bewirken soll, nämlich dass unser Leben Blüten treibt. Je näher es auf Weihnachten, je näher es auf die Ankunft Jesu Christi hingeht, umso mehr soll unser Leben aufgehen, Blüte werden, fruchtbar werden. Und auch diese Tradition hat sich gehalten. Ich weiß nicht, ob die Menschen, die das tun, immer im Kopf haben, dass es da um die heilige Barbara geht und wer das eigentlich war. Aber auch die Tradition hat sich gehalten. Und mehr noch natürlich der heilige Nikolaus. Der heilige Nikolaus ist eine ganz spannende Figur. Also zunächst mal war Nikolaus Bischof in der Antike in der Stadt Myra. Dort, also liegt in der heutigen Türkei. Und über Nikolaus ist erstens wahnsinnig viel Legendenhaftes bekannt. Also es gibt bei ihm letztlich eine Legende nach der anderen. Und eine von diesen Legenden sagt, dass in der Bischofsstadt des heiligen Nikolaus ein Mann verarmt war. Und das führte ihn dazu, dass er seine 3 Töchter, die Traditionen sind jetzt etwas uneinheitlich, entweder zwangsprostituieren ließ oder zwangsverheiratete. Also jedenfalls brachte er diese Töchter in eine ziemlich schlimme Situation. Nikolaus bekommt das mit und wirft eines Nachts 3 Bälle aus Gold oder 3 Kugeln, 3 Äpfel aus Gold in das Haus dieses Mannes und beendet damit schlagartig dessen prekäre wirtschaftliche, finanzielle Situation. Daher stammt die Tradition, Nikolaus als den Geschenkebringer zu identifizieren. Und Sie kennen das natürlich, Nikolaus wird, man sieht es auf dem Bild ja auch, dann häufig von Knecht Ruprecht begleitet. Auch das eine ganz schillernde Gestalt, in der viel heidnisches Brauchtum auch aufgegriffen wird. Ich habe das anfangs schon erwähnt. In den heidnischen Gegenden Germaniens ist diese Zeit im Dezember auch eine religiös, mythologisch aufgeladene Zeit. Teilweise, also vor allem im Südwesten Deutschlands, werden auch noch die Rauhnächte gefeiert zwischen Weihnachten und Neujahr. Da geht es ganz viel um böse Geister, die man vertreiben will. Auch in Österreich ist das teilweise noch Tradition mit dem Perchten. Also auch hier irgendwie so etwas seltsame, mythologisch uneindeutige Gesellen, die man da irgendwie aufgreift von christlicher Seite und dem heiligen Nikolaus dann zur Seite stellt. Nikolaus war in früheren Jahrhunderten noch deutlich wichtiger als Geschenkebringer, als er das heute ist. Es ist etwas unklar, wann sich das ändert, aber früher war der eigentliche Tag, an dem es Geschenke gibt, der Nikolaustag. Heute ist das nicht mehr so. Heute ist mir zumindest keine Familie bekannt, bei der es die Geschenke nicht an Weihnachten gäbe, sondern zum Nikolaustag schon. Irgendwann ändert sich das. Und man hat ganz lange Martin Luther dafür verantwortlich gemacht, mit dem Gedanken, Luther wollte diese Heiligenverehrung zurückdrängen und den Fokus auf Jesus Christus legen. Und was macht Luther? Er verdrängt den Nikolaus, den Heiligen, als Geschenkebringer und installiert das Christkind. Diese Theorie wird man heute so nicht mehr ganz durchhalten können. Und zwar aus, ich glaube, 3 Gründen. Erstens, gibt es das Christkind als Geschenkebringer schon vor Martin Luther? Also Luther ist
nicht der Erfinder dieser Tradition. Zweitens toleriert Luther schon auch noch irgendwo den Nikolaus als Geschenkebringer. Erst seine Nachfahren, die ja in vielerlei Hinsicht etwas radikaler waren als Martin Luther selbst, verdrängen den Nikolaus dann komplett. Und schließlich ist auch historisch nicht so ganz klar, ob das Christkind als Geschenkebringer wirklich jenes Christuskind in der Krippe ist, also der neugeborene Jesus. Denken Sie vielleicht mal so an Christkind-Darstellungen, die Sie kennen, also bewusst Christkind als Geschenkebringer. Das ist doch oft eher ein Mädchen als ein Junge und oft eher ein Engelswesen als das kleine neugeborene Kind aus der Krippe von Bethlehem. Also auch das Christkind, man könnte hier noch ganz vieles sagen, ist eine wahnsinnig spannende Figur. Ich möchte hier als kleines Fazit festhalten, man sieht, im Advent hat sich Brauchtum um Heilige entwickelt, aber auch gehalten. Man könnte jetzt noch hinzufügen beispielsweise den heiligen Johannes, den Evangelisten, der am 27. Dezember gefeiert wird, mit dem die Tradition verbunden ist, in der Kirche Wein zu weihen und den dann einerseits für die Messliturgie zu benutzen, andererseits auch mit in die Familien zu nehmen und dort zu trinken. Viele Traditionen haben sich hier gehalten. Im Norden ist es die heilige Lucia, eine ursprünglich süditalienische Heilige, die ganz stark auch mit Licht und Kerzen in Verbindung gebracht wird. Der Advent führt wohl dazu, dass wir auch diese heiligen Gestalten etwas intensiver in den Blick nehmen. Und das, was für die Heiligen gilt, das gilt ja ganz generell für Traditionen im Advent. Ich habe das vierte Kapitel überschrieben mit Adventskranz, Krippe und Weihnachtsbaum. Das sind drei Traditionen aus Advents- und Weihnachtszeit und man könnte sicherlich noch viele weitere hinzufügen. Also man könnte jetzt hier auch über Krippenspiele, Weihnachtsspiele, Adventsmärkte oder Weihnachtsmärkte sprechen, über Dekorationsformen, über Kirchenlieder, über ganz vieles. Ich beschränke mich auf diese drei. Zunächst mal der Adventskranz. Der Adventskranz ist eine relativ junge Entwicklung. Er entsteht 1839 vermutlich in einem Hamburger Waisenhaus, im sogenannten Rauenhaus. Dort gibt es einen evangelischen Pastor, Johann Heinrich Wichern, der in diesem Jahr 1839 zum ersten Mal einen Adventskranz installiert, noch auf einem großen Holzrad, auf einem Holzteller. Und dieser Kranz hat für jeden einzelnen Tag des Advents eine Kerze, für die Wochentage kleine, für die Sonntage große. Und diese Tradition verlässt sehr schnell das Waisenhaus in Hamburg. Aus dem Holzrad wird irgendwann ein geschmückter Kranz mit Zweigen. Und bald ist dieser Brauch in ganz Deutschland verbreitet. In manchen Gegenden dauert das länger. Also an manchen Orten ist es so erst nach 1920 wirklich nachweisbar, in manchen Gegenden erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Heute aber ist der Adventskranz nicht mehr hinwegzudenken. Und natürlich ist auch das im Hintergrund eine theologische Symbolik. Das Licht des Adventskranzes wird immer heller, je näher man an Weihnachten kommt. Also je näher die Ankunft, die Geburt Jesu Christi kommt, desto heller wird es. Und das hängt wieder zusammen mit diesem eigentlichen Charakter des Advents, sich vorzubereiten auf diese Geburt Jesu. Also auch der Idee nach, selber immer mehr Licht zu werden, immer heller zu werden, immer deutlicher zu scheinen, je näher Weihnachten kommt. Also auch hier eine Tradition, die nicht nur irgendwie schön ist, sondern die auch theologisch eine gewisse Unterfütterung hat. Das Gleiche gilt natürlich vielleicht noch viel mehr für Krippendarstellungen. Auch das ist heute überall zu sehen, in unterschiedlichsten Formen. Große Figuren, kleine, aus Holz geschnitzt, aus Ton, sogar Playmobil-Krippenfiguren gibt es. Also auch das eine Tradition, die überall ersichtlich ist. Teilweise wurde gesagt, der heilige Franz von Assisi sei Erfinder der Krippe. Das stimmt so nicht. Der heilige Franz von Assisi feiert eines Weihnachtsfestes die Messe mit der Gemeinde in Greccio, einem kleinen Dorf gar nicht weit von Assisi, und baut dort in seine Weihnachtspredigt einen lebenden Stier, einen Ochsen, einen lebenden Esel und tatsächlich ein kleines Kind ein. Damit ist Franz von Assisi eher der Erfinder des Krippenspiels, denn der figürlichen Krippendarstellung. Die entwickelt sich im ausgehenden Mittelalter, einer Zeit, die wahnsinnig stark geprägt ist von sichtbaren Ausdrucksformen des Glaubens. Man spricht hier von Schaufrömmigkeit.
Das ist gar nicht abwertend im Sinne einer gewissen Oberflächlichkeit gemeint, aber der mittelalterliche Mensch tendiert ganz stark dazu, seinen Glauben sichtbar darzustellen. Es entwickeln sich heilige Gräber am Karfreitag, die Weihnachtskrippe als figürliche Darstellung, Krippenspiele, Passionsspiele, Osterspiele. Denken Sie nur, das zieht sich bis hinein in den Barock, gerade durch die von Jesuiten geprägte Gegenreformation. Wie wichtig da auch im Kirchenbau es ist, dass möglichst viel zu sehen ist. Also gehen Sie mal in eine barocke Kirche, da gibt es ja beinahe keinen einzigen Quadratzentimeter, bei dem nicht irgendwas zu sehen ist, mit den Augen sinnlich wahrnehmbar. Im Vergleich dazu ist eine romanische Kathedrale leer, da gibt es gar nichts zu sehen. Also das ist ein gewisses Bedürfnis der mittelalterlichen Menschen, ihren Glauben sichtbar zu machen. So auch bei der Weihnachtskrippe. Das Geschehen in Bethlehem wird sichtbar gemacht. Und dabei ist eines ganz interessant. Es gibt kaum Krippen, die das Geschehen realistisch, vielleicht historisch korrekt darstellen. Also denken Sie vielleicht, wenn Sie eine haben, an Ihre eigene Weihnachtskrippe, da werden Sie kaum einen Israeli in der Krippe liegen haben und vielleicht auch nicht in einer Höhle oder in einem Unterschlupf, wie er in Israel stünde, sondern da sind möglicherweise Menschen in bayerischer Tracht, die in einem Holzstadel sich befinden. Und das hängt ganz tief zusammen mit der Theologie der Krippe. Der heilige Ignatius von Loyola beispielsweise beginnt sein Exerzitienbuch mit ein paar Ratschlägen und sagt dort, man solle sich so in die Lebenssituationen Jesu hineinbegeben, dass man wirklich selber gegenwärtig dabei ist, dass man sozusagen das Stroh riechen kann in der Krippe, ja? Dass man die Tiere hören kann, dass man das Kind schreien kann. Und die Krippe versucht letztlich genau das, dieses Geschehen von Bethlehem greifbar zu machen. Aber in meinem Leben, also wieder geht es um diese gegenwärtigen Züge des Advents. Also nicht nur auf die Vergangenheit zu schauen, in einer historisierenden Betrachtungsweise, sondern das, was damals geschah, aktuell werden zu lassen in meinem Leben, in meiner Gegenwart. Und wenn Sie beispielsweise Krippen aus Süditalien anschauen, dann sehen Sie, das sind Menschen mitten in der belebten Stadt von Neapel und dort wird Jesus geboren. Wenn Sie bayerische Krippen anschauen, dann sehen Sie, das ist sind Situationen, wie sie im 19. Jahrhundert in Oberbayern möglicherweise im Gebiet hätten passieren können. Ein mehr oder weniger herrschaftlicher Stall, Menschen in Tracht gekleidet, Hirten, wie sie eben im 19. Jahrhundert auftreten hätten können. Ich will jetzt gar nicht mehr zur Krippe sagen, das Thema könnte stundenlang erörtert werden, aber unser Bischof Dr. Rudolf Voderholzer wird am 11. Dezember ohnehin hier auch über die KEB einen Vortrag über Krippen halten. Unser Herr Bischof ist ja ein ausgewiesener Krippenexperte, insofern will ich da auf ihn verweisen für alles Weitere. Aber auch hier sieht man, die Krippe ist eine Tradition, die nicht nur schön anzuschauen ist, sondern die ganz viel theologischen Tiefgang auch hat. Und schließlich gehört auch der Christbaum noch zur weihnachtlichen Tradition. Der Christbaum entsteht so im ja, 16. Jahrhundert, zunächst in Elsass, dann im süddeutschen Raum. Und es dauert eine gewisse Zeit, bis er sich verbreitet. Also teilweise auch hier erst im 19. oder gar erst im 20. Jahrhundert. Heute ist der Christbaum nicht mehr wegzudenken. Und zwar nicht nur aus Deutschland, sondern weltweit. Und nicht nur aus Kirchenräumen, sondern auch aus unseren Häusern. Jetzt ist der Christbaum theologisch nicht so tief unterfüttert, wie vielleicht die Krippe das war oder wie der Adventskranz das sein mag. Aber natürlich wird durch einen so präsenten, ja wuchtigen Weihnachtsschmuck schon auch eine gewisse Wertigkeit des Festes ausgedrückt. Also der Christbaum beherrscht eine Wohnung, beherrscht ein Haus letztlich während der Weihnachtstage und weist damit auch darauf hin, wir feiern hier etwas. Wir haben hier eine gewisse Wertigkeit dieses Festtags. Und wenn wir all das sehen, fällt doch auf, der Advents- und Weihnachtskreis ist ganz stark geprägt von Traditionen, die nicht nur die liturgische Feier und nicht nur den Kirchenraum betreffen, sondern gerade eben auch den Alltag der Menschen, unsere Wohnungen, unsere Gepflogenheiten. Also Krippen stehen zwar in Kirchen, aber eben auch bei uns daheim. Christbäume stehen zwar in Kirchen, aber eben auch bei uns daheim.
Der Adventskranz hängt zwar auch in jeder Kirche, aber die Familie sammelt sich jeden Tag drum. Und wenn man das sieht, dann fällt in meinen Augen eines ganz stark auf. Was wir als Kirche in Weihnachten, das haben wir darin fest. Denken Sie beispielsweise daran, wie wir die Karwoche und Ostern feiern. Das ist geprägt von den Liturgiefeiern am Donnerstag, Karfreitag in der Osternacht. Und nicht, dass ich falsch verstanden werde, das ist auch richtig so. Nur daneben gibt es kaum Brauchtum, das wirklich in den Häusern der Familie stattfindet. Vielleicht ein besonders feierliches Osterfrühstück, ja, vielleicht eine Ostereiersuche. Aber das Ganze im Vergleich zu dem Aufwand, den wir für Weihnachtsschmuck betreiben, für die Aufwand der Krippe oder Ähnlichem, verblasst das doch beinahe. Bei anderen kirchlichen Festen haben wir beinahe gar keine Traditionen, die nicht die Kirche und die Liturgie betreffen, sondern die unsere Familien und den häuslichen Bereich betreffen. Also Pfingsten, Christi Himmelfahrt, Maria Himmelfahrt auch. Die Traditionen, die wir dort haben, die gehören in den liturgischen Bereich. Advent und Weihnachten ist da ganz anders. Und ich glaube, und das soll so zum Abschluss vielleicht ein kleiner, ja, pastoraltheologischer oder auch missionstheologischer Gedanke sein. Wir sehen, glaube ich, auch, wie stark dieses Brauchtum und diese Traditionen in unsere Welt hineinwirken. Der Adventskranz ist nicht nur etwas, das Christen daheim haben. Das hat jeder daheim. Das hängt im Bundeskanzleramt. Natürlich ist auch mir klar, dass viele Menschen diesen Kranz haben, wie sie den Christbaum haben, wie sie überhaupt Weihnachten feiern und sich an Weihnachten beschenken. Gar nicht, um damit aus christlicher Motivation die Freude über die Geburt Jesu zum Ausdruck zu bringen, sondern vielleicht einfach, weil das Fest schön ist, weil Tannenzweige in der Wohnung gerade im Winter einfach was Schönes sind. Aber gleichzeitig glaube ich, dass dahinter auch eine ganz christliche Botschaft steht. Der Glaube kann eben nicht nur in den Kirchenraum gehören, sondern das, was im Kirchenraum geschieht, das in der Liturgie feiern, das muss ausstrahlen auf unser Leben. Und gerade im Advent haben wir uns dieses Brauchtum erhalten, das einfach daran hilft. Also ganz platt gesagt, wer mit seinen Kindern das Nikolausfest feiert, der denkt irgendwie an den heiligen Nikolaus. Bei dem ist diese Person präsent. Und wer mit seinen Kindern täglich vor dem Adventskranz sitzt und die Kerzen anzündet, der wird an keinem einzigen Tag vergessen, dass Advent ist. Wer den ganzen Aufwand betreibt, Geschenke zu kaufen, einen Christbaum auszusuchen, diesen Christbaum zu schmücken, so tatsächlich das vielleicht manchmal erscheint, aber der wird nicht umhin kommen, diesem Fest der Geburt Jesu eine gewisse Bedeutung beizumessen. Und das ist die Aufgabe des Advents, diesen Blick auf die Geburt Jesu zu richten und dieser Geburt Jesu Bedeutung zu verleihen in meinem Leben. Also dort, wo die Krippe steht, wo der Christbaum steht, wo der Adventskranz hängt. Ich darf mich bis dahin schon mal für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und habe noch zwei kleine Anmerkungen. Das ist zunächst mal, dass in dieser Reihe drei weitere Vorträge folgen werden. Die Vorträge bauen nicht aufeinander auf. Das heißt, wer jetzt heute nicht dabei war, kann nächste Woche jederzeit dazu stoßen. Wer nächste Woche nicht kann, kann übernächste Woche natürlich trotzdem dabei sein. Die Themen sind zunächst mal nächste Woche am 3.12. um 19 Uhr Umkehr, das große Thema des Advents. Dann am 8.12. um 19 Uhr, er wird wiederkommen, Advent als Hoffnung auf die Wiederkunft Christi. Und dann schließlich in der Woche nach dem dritten Advent am 15.12. um 19 Uhr die Weihnachtsgeschichte, 4 Variationen über die Geburt Jesu, wo ich so ein klein wenig auf die Weihnachtsgeschichten, auf die Weihnachtserzählungen blicken möchte und ja, einfach so ein wenig schauen will, was erzählen uns die Evangelisten und vielleicht noch viel wichtiger, was erzählen sie uns eigentlich nicht. Und dann als letzte Anmerkung möchte ich eine Literaturempfehlung aussprechen, und zwar aus zwei Gründen. Es geht um das Buch »Die stillste Nacht« von Stefan Wahle. Einerseits ist das so eine Art Quellenangabe. Aus dem Buch habe ich ganz viele Anregungen und Fakten entnommen. Und andererseits ist es wirklich eine Literaturempfehlung. Das ist ein ganz tolles Buch, das auf Weihnachten vorbereitet und historisch erzählt, in sehr guter und lesbarer Art und Weise,
warum wir Weihnachten feiern, wie wir Weihnachten feiern und wie sich das entwickelt hat. Ja.